Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um Kampf der Reality Stars im Zusammenhang mit Kathi Hummels und die Kathi Hummels hat ja eine Anti-Mobbing-Kampagne gemacht mit Liana von Germany's Next Topmodel 2020 und jetzt gibt es eigentlich deswegen einen riesen Shitstorm und was Kampf der Reality Stars damit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Meine Lieben, heute gibt es wieder so ein kleines Update-Video, mal so ein bisschen so out of the box, quasi Germany's Next Topmodel meets Kampf der Reality Stars, ja, und ich freue mich natürlich auf euer Feedback, auf ganz viele Daumen nach oben und ihr habt es mir zugeschickt bei Instagram, ne, it good again, wisst ihr Bescheid und habt so gesagt, Ramon, guck mal krass, diese Kommentare ist irgendwie mega heftig, mach da mal ein Video dazu und da bin ich und heute sage ich euch, was ich davon halte. Ich erkläre euch erstmal, was passiert ist. Also Kathi Hummels ist die Frau von Mats Hummels und hat natürlich auch schon mehrfach mediale Auftritte gehabt. Und sie polarisiert unglaublich und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, weil ich habe sie nicht so negativ irgendwie wahrgenommen, aber ich verfolge sie auch jetzt nicht so sehr. Ne? Und ihr erinnert euch ja dran, ich habe ja mal ein Video gemacht, da ging es darum, dass halt Liana und Simone Kowalski mit Larissa zusammen eine Kampagne gemacht haben, also und auch halt zusammen mit Kathi Hummels. Und das war so eine Anti-Mobbing-Kampagne und auch da gab es schon relativ viel Kritik, ob das denn die richtige Konstellation ist, weil es ja irgendwie auch alles Leute sind, die polarisieren und keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, Kathi Hummels kann eh posten, was sie will. Und es gibt Kritik. Okay, kann ich mit leben, sie wahrscheinlich auch. Jetzt ist es ja so, dass Kampf der Reality Stars startete. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, besser gesagt zwei. Und ja, das ist halt eine neue Trash-Show bei RTL 2, die halt jeden Mittwoch läuft, 2015. Und worum geht's? Dass halt 22 Trash-Promis in Anführungsstrichen, um den Sieg kämpfen und sie moderiert es, aber jetzt nicht so, wie ihr euch vorstellt, also ihre Rolle ist relativ klein, so am Ende, wenn es halt immer diese Entscheidungen gibt oder die Entscheidung, dann kommt Kathi Hummels dazu und ja, macht das ganze Ding halt und sie hat halt schon vorher mal gesagt, dass sie gerne Moderatorin werden möchte und man muss jetzt ganz ehrlich sagen, so, ich finde, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es blöd ankommt? Also ich finde, wenn man die Frau eines Fußballers ist, und jetzt gibt es wieder Leute, die sagen so, aber sie ist doch Kathi. Ja, klar ist sie Kathi, sie will ja auch keine absprechen. Aber natürlich ist sie bekannt geworden durch ihren Mann und das kann sie auch nicht verleugnen und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also warum auch, ne? Wenn man halt sich in jemanden verliebt, der halt bekannt ist und man dann halt auch bekannt wird, dann ist es halt so. Insofern finde ich es immer blöd, wenn man natürlich sagt, sie ist irgendwie so die Frau von, aber irgendwie hat man sie ja deswegen kennengelernt. Aber ich glaube halt als ja, Frau von einem Fußballer, hat man natürlich gute Chancen im Medienbereich. Und ich weiß halt nicht, ob das der richtige Step ist, dass wenn man irgendwie Moderator werden möchte oder Moderatorin, wenn man dann halt so eine Trash-Show macht. Weil ich glaube, damit bist du halt unglaublich gebrandet. Und ich glaube, so einen richtig krass seriösen Moderationsjob wirst du halt dadurch nicht bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Sendung unseriös ist, aber ich meine, es ist halt Hardcore-Trash. Ja, es ist, wenn ich das moderieren würde, würden so alle sagen, so, ja, okay, gut, passt, ja. Aber ich bin auch gebrandet durch Trash-Shows. Auf jeden Fall, genau, macht sie das halt. Und natürlich gibt es halt auch mega viel Beef in diesen Shows. Also die Kandidaten, die Promis, in Anführungsstrichen, die zicken sich natürlich auch enorm an. Und genau das ist der Kritikpunkt. Und sie hat ein Foto gepostet bei Instagram und ich lese euch nur mal einen kleinen Auszug der Kommentare vor, weil das finde ich irgendwie richtig krass und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da vorher gar nicht so krass Gedanken drüber gemacht, weil ich aber auch ehrlich gesagt sagen muss, dass es mich jetzt auch nicht so sehr interessiert hat, aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, sie hat natürlich was gepostet zu Kampf der Reality Stars, weil sie es moderiert und da schreibt hier zum Beispiel jemand, wie passt das zusammen? Sich seit Monaten über Hate und Mobbing beschweren und dann eine Sendung moderieren, in der sich die Teilnehmer aufs Übelste beleidigen, in der gelästert und gehatet wird bis zum Nervenzusammenbruch. Echt jetzt? Hier schreibt noch jemand, ich bin etwas schockiert, du setzt dich gegen Mobbing ein, völlig zu Recht, aber dann moderierst du so eine Sendung. Schon im ersten Spiel wurden die Teilnehmer mit üblen Worten konfrontiert. Gerade Annemarie, mir fehlen die Worte. Weiter geht's. Ein Konzept, was auf Mobbing beruht. Wie passt das zusammen? Und wer hat dich beim Styling beraten? Stevie Wonder? Okay, gut. Tut jetzt nicht zur Sache. Weiter geht's. Wie kann man sich gegen Mobbing und Hate stark machen und sich dann vor einen solchen Karren spannen lassen? Und da bist du stolz drauf? Ehrlich? Was für eine Doppelmoral. Sorry, das geht gar nicht. Also ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen. Ja. Und ja, die Meinung ist halt relativ eindeutig. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie diese Show moderiert, also natürlich auch. Es geht in erster Linie darum, dass sie sich
ja, für Mobbing stark gemacht hat, oder besser gesagt gegen Mobbing. Es war ja eine Anti-Kampagne dagegen, um halt Leuten irgendwie Kraft zu geben und zu sagen, so pass auf, das geht so nicht oder geht so und so damit um. Und das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man dann in so eine Sendung geht. Und dann kann man natürlich irgendwie nicht sagen, ja, aber ich bin ja neutral, ich bin ja nur die Moderatorin. Ist echt schwierig, aber ich habe so das Gefühl, dass sie... Ich weiß nicht, sie tritt irgendwie immer so ein bisschen ins Fettnäpfchen, ne? Also ich meine, auch diese Kampagne mit Simone und Larissa und Liana war ein bisschen ungünstig gewählt, weil das natürlich auch alles so Personen waren, die nicht neutral gewesen sind, sondern die wurden natürlich auch schon wieder gebrandet, und da kann man jetzt natürlich darüber streiten, waren die gut gebrandet oder nicht, und dann ging das natürlich auch wieder drunter los, und das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wieder so der nächste Step. Und ja, ich kann es ehrlich gesagt ein bisschen verstehen. Unabhängig davon, ob es vorher diese Kampagne gab oder nicht, finde ich tatsächlich auch, dass sie was Besseres machen kann als diesen Job. Also, liebes RTL 2 Team, wenn ihr eine zweite Staffel macht, ich mach's gerne, ja, falls Kathi nicht mehr möchte. Und jetzt bin ich ja mega auf eure Meinung gespannt. Mich interessiert jetzt total, was ihr dazu sagt. Also, findet ihr das auch kritisch oder sagt ihr so, nee, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man kann ja irgendwie diese Kampagne machen und trotzdem so eine Show moderieren. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr öfter mal solche Out-of-the-Box-Themen haben wollt. Ich find's irgendwie unglaublich spannend. Habt ihr hoffentlich auch gemerkt. Ich verabschiede mich. Und ja, bin sehr gespannt auf euer Feedback.